Hallo, hallo liebe Fans, ich bin zu der Holger von Holger Wunderland. Ich bin noch hier im Keller am Gange. Das wird jetzt das erste Video. Noch ohne irgendwelchen Schnickschnack, nur Labarabar. Ich wollte kurz erzählen, was bei mir gemacht wurde, weswegen ich jetzt so lange ausgefallen bin. Ich hatte kurz vor Silvester eine Nierenkolik und musste ins Krankenhaus, weil ein Stein bei mir im Harnleiter festgesessen hat. Daraufhin wurde mir eine Schiene eingesetzt und die Schiene habe ich nicht so gut vertragen, musste die aber drin behalten und konnte mich deswegen nicht so gut bewegen, wie ich gerne hätte und hatte auch ziemlich starke Schmerzen die ganze Zeit. Wurde jetzt vor knapp, heute vor einer Woche wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Dann haben sie mir zwei Tage vorher die Schiene wieder rausgeholt, dann musste ich Katheter tragen und das ist eine ganz wichtige Sache und ich wünsche mir keinen und ich bin jetzt wieder gesund, ich brauche jetzt noch ein paar Tage Erholung und dann geht es wieder voll weiter. Was als nächstes jetzt geplant ist, ich habe gar nicht so richtig geplant, weil ich konnte auch nicht, weil ich nicht wusste, inwieweit ich wieder gefit werde und ich muss jetzt eines an Konditionen wieder aufholen. Dadurch, dass ich mich über 6 Wochen lang so gut wie gar nicht bewegen konnte oder wenig bewegen konnte, dann will ich demnächst in den Wald, weil ich Holz brauche für ein Projekt. Dann muss das Wetter aber besser werden. Im Moment haben wir diese heftigen Stürme. Da ist im Wald gehen einfach nicht drin. Und meine Kondition lässt es im Moment auch noch nicht zu. Ich muss jetzt langsam Konditionen aufbauen. Habe ich ja schon erzählt, wollte ich nicht nochmal erzählen. So. Dann wird es ein Video geben, zwecks Essen für den Fluchtanhänger. Ich habe da was Neues gefunden. Das ist einmal Chili con Carne, Pure Beef von Instersdorfer. Ich zeige es euch mal von nah. Das ist einmal das hier und einmal das hier. Dann habe ich noch eine Packung, die habe ich auch noch nicht probiert. Das ist nochmal Spaghetti Bolognese Fix. Die Bolognese Fix. Ach, erzähl, ich habe sie doch stehen. Auch Pure Beef ist. Ich komme nochmal. So. Pure Beef von Instersdorfer. Ich habe es auch jetzt schon. Das habe ich noch nicht. Moment, also die beiden Geschichten habe ich schon ausprobiert, die werde ich euch im Video vorstellen, weil ich stelle euch immer nur Sachen vor, die ich vorher auch probiert habe. Ich werde die aber nochmal im Video verköstigen, also keine Sorge, ich werde euch dann auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das sind halt jedenfalls kleine Portionsdosen für unterwegs zum Mitnehmen, spitze. Dann werde ich euch das hier nochmal zeigen. Das zeige ich euch jetzt noch nicht vom Namen, weil das ist Eurocreme. Das ist eine türkische Nuss-Nougat-Creme. Die ist schwarz und weiß. Also braun und weiß. Die muss ich noch testen. Ich habe sie noch nicht gegessen. Ja, dann habe ich noch so ein paar Sachen vor, die noch nicht so ganz in trockenen Tüchern sind. Aber übrigens, alles, was ich hier vorstelle, ich habe alles selber gekauft. Ich bin immer noch nicht gesponsert. Aber übrigens, ich muss immer noch viel trinken. Meine Nieren müssen immer noch gut gespült werden jetzt. Also ich bin noch nicht aus dem Gröbsten raus. Das dazu. So, dann werde ich auf jeden Fall mit dem Fluchtanhänger noch weitermachen. Der ist ja noch nicht ganz fertig. Da muss ich noch so ein paar Kleinigkeiten verfeinern, wegen den Kanistern und so weiter. Obwohl das im Moment mit den Kanistern auch so eine Sache ist. Ich überlege immer mehr, das Ganze vom Roller auf das Fahrrad umzustellen. Weil die Spritpreise ja doch immer weiter in die Höhe gehen. Und das Ganze wird dann teuer. Wenn ich jetzt, dann werden noch ein paar Videos aus dem Garten kommen. Ich habe ein neues Hochbeet, das muss ich noch fertig bauen. Ob ich das allerdings filme, weiß ich nicht, weil es scheint ja auch keinen so richtig zu interessieren. Weil ich auch kein Garten-YouTuber bin. Dann, trotzdem werde ich euch zwischendurch mal so kleine Einblicke geben, was passiert im Garten. Dann wird es demnächst, irgendwann demnächst auch wieder ein Fahrradwohnwagen-Video geben. Sobald das Wetter besser wird, dann werde ich versuchen, demnächst mal eine Übernachtung im Wald zu machen. Sofern ich denn irgendwann ein Waldstück finde, was privat jemandem gehört.
weil hier bei uns was sonst ansonsten verboten ist. Dann werde ich so diverse andere Videos, also das werden so Bastelvideos sein, was hier mit dem Fahrradanhänger, was damit zu tun hat. Also jetzt nicht speziell mit dem Fahrradanhänger selber, sondern auch so Sachen Optimierung, Koch-Setup-Optimierung, das habe ich jetzt schon durch, das Videomaterial ist schon gedreht, das wird wahrscheinlich übernächste Woche oder so kommen. Dann werde ich das Packen von dem Anhänger noch mal ein bisschen überarbeiten, weil mir das Ganze immer noch viel zu schwer ist. Weiter optimieren, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Möglichst viel Gewicht einsparen. Dann Stromversorgung. Es wird auf jeden Fall nochmal. Prost! Es wird auf jeden Fall nochmal ein Kooperationsvideo geben mit einem anderen YouTuber. Zwecks der Stromversorgung, also Solarbetrieb und so weiter, Fahrradbodenwagen, Fluchtanhänger, wie auch immer, das müssen wir sehen. Das ist im Moment noch nicht in trockenen Tüchern, aber die Gespräche laufen schon. Dann wollte ich ja immer noch mein Projekt mit dem Wohnmobil machen. Aber es ist finanziell einfach nicht drin. Also ich appelliere mal an die Firma Elektrofrosch, falls es einer von euch sieht. Ich würde gerne einen Elektrofrosch Kabin 25 umbauen zu einem Wohnmobil. Und zwar, das will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber mit Solar obendrauf, und wie auch immer. Das ist halt ein tolles Projekt, leider kann ich es im Moment finanziell nicht realisieren. Dafür würde ich Kooperationen eingehen, ehrlich gesagt, ja. Da hätte ich kein Problem mit, weil das doch ein ganz schöner Kostenfaktor ist. Was noch an Projekte kommt das Jahr, aber das wird die Zeit zeigen und freut euch drauf. Ich werde mein Bestes geben, ich werde die Qualität versuchen weiter zu steigern in meinen Videos. Ehrlich sein, wenn ich hier was austeste, ob das was taugt oder nicht. Das wäre es eigentlich erstmal soweit. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, auch wenn es diesmal nur labarababa war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht zu kommentieren, zu liken, zu disliken, wie auch immer. Und drückt die Glocke und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Weil das hilft mir ungemein für den YouTube-Algorithmus. So, und das war's für heute. Tschüssikowski, euer.